Hallo und willkommen zurück bei Manor Lords. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um unser kleines Dörfchen hier weiter aufzubauen, als Stadt zu regenerieren. Ja, wir haben Winter hier in Manor Lords und wollen mal schauen, was wir heute alle so zustande kriegen. Da ja gestern Muttertag war, habe ich gestern nichts getan. Jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Wir haben 20 Speerkämpfer, wir haben eine Kirche, wir haben Wohnhäuser, wir haben für 3 Monate Nahrung, für 7 Monate Brennstoff, das ist schon mal in Ordnung. Wir haben, okay, das ist ein bisschen wenig, aber da mühsam ändert sich das Eichhörnchen. Wir haben Bekleidungsstand. Und ja. Brennholzstand. Brennholzstand. Lebensmittelstand. Brennholz. Haben wir ganz viele. Aber das soll ja auch so sein. Wir schauen mal, wo wir hier weitermachen können. Was war der letzte? Allgemein das Lager voll. Handel blüht, würde ich sagen. Mehr oder minder. Wir kaufen weiterhin Speere. Das ist auch gut. Kosten 17. Naja. Kannst du im Moment nicht ändern. Aber so ist das leider Gottes im Spiel. Wir verkaufen immer günstig und teuer im Einkaufen, wie im wahren Leben auch. So, wir könnten aber. Wir haben 2 Leute. Dann könnten wir den Speicher schuppen. Und die beiden Speicher mal ausbauen. Das Lagerhaus auch. Das könnten wir machen. Was sagen unsere Häuser? Können wir die auch schon auf Stufe 2 machen? Nein, da fehlt noch die Bekleidung. Also brauchen wir noch ein Gerber. Hatten wir den nicht auch schon gebaut? Also hatte ich das gehabt. Okay. Dann ist das die Gerberei, genau. Prima. Aber dir fehlt noch immer die Bekleidung. Gut, und dir? Ne, dich können wir schon mal ausbauen. Das ist prima. Fehlt aber noch 4. Also Holzfällerlager haben wir 2. Das ist auch okay. Wir haben 11 Speere, dann könnten wir eigentlich wieder. Speer. Ach ne, wir haben keine. Ach so, genau, deswegen. Wir brauchen noch. Dir fehlt auch die Bekleidung. Was fehlt dir? Dir auch die Bekleidung. Auch die Bekleidung. Und dir fehlt auch die Bekleidung. Okay. Was ist mit dir? Du hast im Lebensmittel. Dann bauen wir aber schon mal eine windige Mühle. Damit wir anschließend dann eine Bäckerei. Wir brauchen ein bisschen Holz. Was haben wir denn Januar? Lassen Sie mal ein bisschen schneller arbeiten.
happier than it looks. Den habe ich gesucht. Was haben wir denn für eine Nachricht bekommen? Uns erreichen Berichte über eine Räuberbande, die in der Nähe durch die Lande zieht. Sollen wir ihre Schritte verfolgen? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja nicht wieder ungeachtet dessen wieder platt werden. Aber, naja, wir haben im Moment erst 20. Und da fehlt immer noch die Bekleidung, also können wir bis jetzt noch keinen... Stand auf 2 machen. Doch, den ja. Summer's coming soon. Berries so plump and juicy, you'll want to eat them by the bushel. Wood lice and rats. Nothing good but for burning. Wenn ich auch mal ein bisschen still bin, dann bin ich am Nachdenken. Wir hätten doch einen umbauen lassen, oder? Bin ich jetzt doof? Berries! Berries! Bursting with flavor. Die sind da ja zu zweit, ne? Ja.
Es gibt doch eine, verstehe ich nicht. Ich habe ja niemanden zum Umbauen, das ist ja jetzt mal wieder ein bisschen doof gelaufen. Forsthaus haben wir auch keinen. Drin, ne? Muss ich einen rausnehmen. So, jetzt sollte es eigentlich wieder was werden hier. Okay, das ist gut, das ist ja, Brennholz, Bauholz 33, Bretter 9 von Stein 15, okay.
Ja, ist eine gute Frage, ne? Nahrung brauchen wir immer, außer das brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Pelzproduktion. Do I have to carry this alone? Sich das irgendwo einstellen, dass die kleine Schilder bauen. Beziehungsweise große. Thank you.
So, das war das Herrenhaus, mehr oder weniger. Aber da kann ich ein paar Steuern mit eintreiben. Aber was wir jetzt erstmal brauchen, ist eigentlich große Schilde. Und wenn der hier nur kleine macht... Da haben wir nichts bei gewonnen. Die haben 28 kleine Schilder, aber das ist für... Ja, oder ich stelle noch einen Bogner ein, wenn ich mal hier Geld habe. Eine Bogenwerkstatt. Und dann mal gucken, ob es mit Bogen dann noch funktioniert. Aber irgendwo müssen wir ja auch noch kleine Bögen herkriegen. Können wir dann immer eine abziehen? Your orders? March! Yes, sire! Hier. Schon, lass mir dir mal ein paar Bogen herstellen. Ich glaube, wir müssen mindestens noch ein, zwei Häuser bauen. Wir haben schon wieder zu wenig Leute. Wir haben immer zu wenig Leute. Warum haben wir immer zu wenig Leute? Ach, das ist doch... Thank you.
This is heavier than it looks. So, jetzt haben wir ein bisschen was gemacht. Wir haben ein bisschen den Handel aufgepusht, damit wir was verkaufen und kaufen, damit wir hier in 107 Tagen endlich mal unsere Räuber erschlagen können. Ja, viel wird ja. Da haben wir noch zwei Häuser gebaut. Aber ihr habt ja gesehen, was wir gebaut haben. Ich hoffe, das Zuschauen hat euch Spaß gemacht, auch wenn ich diesmal ein bisschen ruhiger war. Auch eine Familie ist eingezogen. Das brauchen wir auch gleich. In der nächsten Folge werden wir natürlich weiter aufbauen und weitermachen mit diesem Spiel. Wir brauchen auch sobald endlich mal einen Förster hier, damit wir ein paar mehr Bäume bekommen. Aber das machen wir alles in einem weiteren Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, freue mich auf ein nächstes. Und wenn ihr weitere Manor-Lords-Folgen sehen möchtet, dann abonniert doch bitte meinen Kanal. Schreibt doch einen Kommentar drunter, ob euch das gefallen hat, auch wenn es, wie gesagt, heute ein bisschen stiller war. Manchmal hat man das. Und ja, ich sage tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal. Eure Tammy.